kann. Das Gehirn des Menschen, ja. Da ist der erste große Irrtum, der uns an politischen Reformen hindert, was viele nicht verstehen, dass das Gehirn des Menschen vor 4 Millionen Jahren ein halber Liter war, dann vor 30.000 Jahren 1,5 Liter groß war und jetzt wieder geschrumpft ist auf 1,35 Liter. Wir werden also dümmer, obwohl wir doch eigentlich als Menschen für neue technische Lösungen eigentlich immer noch größere Gehirne gebrauchen könnten. Ist denn Größe des Gehirns konkurrent zu Intelligenz? Das beweist das Naturgesetz von Mutation und Selektion. Kennst du? Gravitationsgesetz von Newton, Mutation und Selektion von Charles Darwin. Schon mal gehört? Habe ich beides gehört. Wundert mich jetzt, dass das mit dem Gehirn zusammenhängt. Aber ja, weil Mutation und Selektion sind eine Art Filter, in dem nichts, was zu groß ist, aber keine Funktion hat, überleben kann. Also kann man sagen, dass alle Organe immer eine Funktion haben. An sich sinnvoll, klar. Ja. Aber es gibt doch, ich weiß nicht genau, wie das allgemeine Wort dafür heißt, aber wir haben doch zum Beispiel den Blinddarm, der keine Funktion hat. Und es gibt auch Vom Blinddarm wird behauptet, er sei in Rückbildung begriffen, also kurz vorm Aussterben, also nur noch nicht die Zeit gehabt. Es gibt aber eine Gegenbehauptung, die sagt, der Wurmfortsatz sei eine wertvolle Drüse, die wichtige Stoffe in den Darm einschleuse und deswegen würde er gar nicht aussterben. Ja? Und wenn nicht jedes Organ, kann auch der Schwanz, den wir mal hatten, wenn da noch Reste davon da sind, ja. Ja, stimmt. Mir ist gerade selber aufgefallen, dass das ja kann ja eine Rückbildung sein. Haben Sie gut, vollkommen dann recht. Beschleunige ich jetzt weiter. Ja, Entschuldigung. Das heißt, es ist für uns besorgniserregend, dass unsere Klugheit abnimmt. Ja. Und trotzdem haben wir das Phänomen, auch wenn die Gaußsche Normalverteilung überall ja gilt, es gibt wenig intelligente Menschen, viel mittelintelligente Menschen und sehr wenig hochintelligente Menschen, haben wir das Phänomen in der Gesellschaft, dass wir viele Menschen haben, die zum Beispiel hier stehen in der Mitte, aber alles, was von etwas klügeren Leuten kommt, beschimpfen, Hassreden, Haters und so weiter, ja, und beschimpfen, also wir haben keine Kultur mehr, dass wir uns bewusst sind, wo stehe ich eigentlich selber? Sollte ich vielleicht, wenn was Neues kommt, vielleicht erstmal mich fragen, ob ich vielleicht nur bis jetzt Verständnisschwierigkeiten habe? Und unsere Kultur ist unheimlich schnell dabei zu sagen, was ich nicht verstehe, ist falsch. Weil jeder irgendwo, ich sag's mal im Scherz, wir haben in Deutschland von 80 Millionen Bürgern, haben wir 70 Millionen, die restlos überzeugt sind, da ganz rechts außen in der Normalverteilung zu sein. Kurze Frage dazu. Glauben Sie, dass es in früheren Gesellschaften anders war? Also glauben Sie, dass, ja, und wann? Also wir sind so richtig als Kultur geisteskrank geworden vor 400.000 Jahren. Also vor 400.000 Jahren hatten Menschen solch eine fatale Selbstfehleinschätzung, gab es da nicht. Ja? Gibt einen Grund, warum es mittlerweile so viele Meinungen gibt. Das ist nämlich in jeder Wissenschaftsphase so. Zu jeder Zeit, Kopernikus, Kepler, Galilei, Isaac Newton, Charles Darwin, Wallace die Mendelschen Gesetze, Mendelsche Regeln. Zum Beispiel Gregor Mendel, ja. Und vor dieser Zeit jeweils gibt es immer ein Wirrwarr an Meinungen, die alle falsch sind, weil am Ende nur einer sich als richtig herausgestellt hat. Zum Beispiel Darwin, wie das Leben funktioniert hat. Darwins Mutations- und Selektionsgesetz gilt als das bestbestätigte Gesetz überhaupt nach der Gravitationstheorie von Isaac Newton. Und ich kann euch versprechen, daran wird nichts mehr geändert werden. Das wird nie mehr in Frage gestellt werden. Darf ich euch nur so andeuten, wenn man Spitzenwissenschaft jahrzehntelang macht. Es gibt nicht eine Spur, alle Hinweise bestätigen, dass die Dinge hier mutieren und dass dann eine Art Selektion ansetzt und dann manche Dinge aussterben und manche übrig bleiben. Das ist ein universelles Gesetz. Ja. Gut, weiter, wir sollen beschleunigen. So. Das heißt also, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft uns bewusst werden, dass wir viel zu schnell manchmal Neues aburteilen, weil wir viele Kinder auch beigebracht bekommen. Das, was ich nicht verstehe, ist schlecht, weil ich bin der Größte, der Hübscheste und der Schönste.
Und das ist nicht gut für eine Gesellschaft, wenn das so ist. Ja? So, jetzt ganz kurz, ich helfe euch, weil ihr wisstet das nicht. Alter Universum, es sei denn, ihr werft es schnell ein, 13,8 Milliarden Jahre, 1,38 Meter alter Sonnensystem. Ist das Universum nicht 13,9 Milliarden Jahre alt? Ich habe gerade gestern wieder gegoogelt, bei Wikipedia behauptet 13,8 Milliarden. Sonnensystementstehung, Größenordnung 5 Milliarden Jahre. Entstehung des Lebens der ersten Vorformen der DNS, wann? Oh, keine Ahnung. 4 Milliarden. Nee, da bin ich raus, sorry. Ich kannte nur diesen Fun Fact. 4 bis 3 Milliarden Jahre, also 40 bis 30 Zentimeter, jetzt sind wir jetzt von hier. Und jetzt machen wir einen Riesensprung. Jetzt, weil wir wollen ja ganz beschleunigen, ja? Ja, bitte. Was passierte vor 65 Millionen Jahren, also gestern? Was passierte gestern? Waren wir schon bei Entstehung des Lebens? Ja, das waren wir bei 3 Milliarden Jahren, also 3000 Millionen Jahren. Vielleicht, dass irgendwie mehrzelliges Leben entsteht? Das viel früher. Vor 65 Millionen Jahren sind die berühmten, berüchtigten Dinosaurier ausgestorben. Ah, okay. Ausgestorben? Wann sind sie denn eingelebt? 160 Millionen Jahre früher war der große Aufstieg der Dinosaurier. Die waren ja auch zu groß, oder? Mit zu kleinem Gehirn. Ja, aber da ist doch irgendwas passiert. Ja, aber da ist dieser Meteoriteneinschlag, wobei man nicht weiß, ob es nur die zeitliche Nähe war, aber in diesem Zeitraum sind die dann ausgestorben. Es sind ja immer noch Tiere, die aus dieser Zeit stammen und immer noch hier auf unserer Erde weilen. Aus der Urzeit. Ja, das heißt, die müssen ja irgendwelche... Ja, zum Beispiel wir. Also wir waren ja nicht in der Zeit der Dinosaurier schon auf der Welt. Doch. Aber mach mal ein bisschen Tempo. Doch. Also jetzt nur zur Information, wie lange bist du schon auf der Welt? Wie lange ist deine Vorfahrenlinie? Wenn du immer von Großmutter, du gehst zu deiner Großmutter, die kennst du, ja? Und gehst dann der zu deren Großmutter und gehst jetzt weit zurück. Wie lange kannst du zurückgehen? Bis wie weit geht deine Linie? Wann die ersten Menschen auf der Erde waren? Nein, wie weit geht deine Linie zurück, wenn du immer weiter zurückgehst? Nicht. Na genau, 3 bis 4 Milliarden Jahre. Weil ja, okay, aber ich meine, das menschliche Leben, also Homo sapiens. Ja, aber du stammst von da ab. Das stimmt. Du bist damals entstanden und dann hat sich nur noch mutiert und selektiert. Ja. Ja? Also verstehst du, du hast eine Geschichte, deine Familie hat eine Geschichte von 3 bis 4 Milliarden Jahren. Ja, das ist nicht ganz unwichtig. Ja, nur gerade einen anderen Denkzugang dazu. Also und damals, wie sahen wir damals aus? Wie sah deine Urgroßmutter damals aus? Sehr behaart vielleicht. Fischig. Mausähnlich. Und wie ging es dann weiter? Auf die Bäume raus, Anpassung an die Bäume, Affen. Und dann runter in die Savanne wieder. Ja? Ja. Damit ist alles gesagt. Jetzt machen wir einen Riesensprung. Springen von 65 Millionen Jahren auf 4 Millionen Jahre. Ihr wisst nicht, was passiert ist, ne? Ich denke, Menschen haben irgendwie angefangen, also Menschen, Affen oder wie auch immer das damals hieß. Australopithecines. Werkzeuge benutzt irgendwann mal. War vor 2,5 Millionen Jahren. Boah, sie haben da echt eine Menge Wissen. Finde ich gut. Mhm. Was er gesagt hat. Vor 4 Millionen Jahren gab es noch keine Waffen, keine Werkzeuge. Mhm. Und die gorillamäßigen Eckzähne wurden kleiner. Also Gorilla... Ich beschleunige jetzt ganz drastisch. Gorilla, Riesenkavenzmann, riesige Eckzähne. Weibchen halb so groß, halb so schwer. Kleine Eckzähne. Ja. Wozu sind die Eckzähne da gewesen werden? Was hatten wir Menschen damals für ein Paarungssystem, für ein Sozialsystem? Was bedeuten Eckzähne? Ja, wahrscheinlich, wer größere Eckzähne hatte, hat das Weibchen bekommen. Ja. Richtig, genau richtig. Rivalenkampf, Drohungswerkzeug. Wenn du meine Frauen, meines Harems, Harem, ja, nicht in Ruhe lässt, kriegst du es eventuell mit den Eckzähnen zu tun und ich trommel noch mal kräftig und dann bist du weg, ne? Das ist die Funktion. Wir hatten solche Eckzähne. Die haben wir vor 4 Millionen Jahren verloren. Für was ist das ein Zeichen? Denk mal über das Wort Eifersucht nach. Haben wir damals vielleicht die Eifersucht verloren? Würde ich jetzt nicht behaupten, aus eigener Erfahrung. Also das Wort Eifersucht... Halt, genetisch verloren. Also heute ist Eifersucht da, sind wir uns einig. Aber wie
Okay. Aber ich verstehe gerade das Wort Eifersucht in dem Zusammenhang nicht. Also der Gorilla ist eifersüchtig. Ja, wenn jemand anders sich an sein Weibchen ranmacht oder an seine Weibchen. Ja, ja. Aber kann das nicht einfach bedeuten, dass sich das Paarungssystem geändert hat und andere Merkmale entscheidender waren? Nee? Ja, ich hätte auch direkt gesagt, andere Merkmale sind entscheidender. Ich darf euch Professor Friedemann Schrenk zitieren, der immer so im Fernsehen ist, Planet Wissen, der gehört nicht zu uns, den zitieren wir aber sehr gerne. Er sagt, diese Zähne waren vor 4 Millionen Frauenmonopolisiererorgane, dienten der Frauenmonopolisierung. Hm? Hatten Frauen irgendwas, was sie bieten konnten oder nee? Hast du bei Hirschen, findest du bei den Frauen die Geweihe nicht, die großen Geweihe, sondern nur die Männer haben sie? In der Tierwelt ist das ja generell so, dass die Männer meistens geschmückter sind als die Frauen, weil sich die Frauen und die Männer halt aussuchen. Alles einfach sich mit allem paaren, was sie kriegen können. Tendenziell schon, ja? Ja, sorry, aber und die Frauen dehnen sich ja schon jemanden aus. Also zum Beispiel bei Vögeln ist es ja so, die machen dann ihren Tanz oder haben ein besonders ja, schönes aber Gefieder. Machen wir mal Tempo, oder? Ja. Tempo, genau. Genau. Und das Tempo machen wir ganz schnell, nämlich Frauen haben selbstverständlich ihre Partnerwahlmechanismen und ihre Bevorzugungsmechanismen gegenüber Spermien und so weiter. Ganz bestimmter Art und so weiter. Da gibt es also ganz viel Wissen drüber. Alles richtig. Wir wollen ja beschleunigen. Ja. Das heißt also, dass das Sozialsystem, was vor 4 Millionen Jahren begann, mit den Worten, Professor Franz de Waal würde jetzt sagen, Bonobo-ähnlicher wurden, also die Bonobos, die werden bezeichnet, Professor Franz de Waal sagt, matriarchale Hippie-Affen, man kann auch von Urkommunismus sprechen, ohne jetzt an Marx zu denken. Ne? Ja. Bitte nicht an Marx denken. Also Urmatriarchat und so weiter, also liebevolle Gruppen, die kooperativ sind, leistungsfähiger sind in der Kooperation durch das Abwesensein von Spannungen zwischen den Männern. Mhm. Hm? Ja. Riesenvorteil in der Evolution, Riesengewinn. Absolut. So, und ja. Aber die haben ja trotzdem Konflikte, oder? Die Bonobos, die lösen doch ihre Konflikte mit Körperlichkeiten. Ja, sie haben viele Konflikte gar nicht. Sie nehmen sich einfach Konflikte mit Sex halt. Das ist aber eine unglückliche Formulierung, nämlich die haben gar nicht so viele Konflikte. Okay. Egal in welcher Situation sie entscheiden sich für den Austausch von Körperlichkeiten. Ja, ich weiß aber, was sie meinen. Ich habe zufälligerweise meine Facharbeit in Bio damals in der Schule über Funktion von Aggression in der Natur geschrieben. Und habe da gelernt, als ich mich darüber informiert habe, dass Aggression immer hauptsächlich innerartlich stattfindet, also innerhalb einer Art. Ja, ja, ja. Und dass es hauptsächlich dann halt Männer sind, also Männchen, die... kannst du mir noch ein Bier mitbringen, Pia? Okay. Also Männchen sind, die... halt eine evolutionäre Fähigkeit besonders ausbilden. Und das wiederum kann dazu führen, dass die Evolution an der Stelle ineffektiv wird. Ja. Zum Beispiel Pfauen sind ein sehr gutes Beispiel. Gutes Beispiel sind Pfauen, weil die irgendwann evolutionäre Sackgasse und das wird auch auf diese Weise aussterben irgendwann. Genau. Weil es die wären natürlich schon ausgestorben, wenn die sich nicht noch irgendwelche Snobs auf ihren Schlössern halten würden. Weil das evolutionäre Mittel, um Frauen zu bekommen, war, größere Federn zu haben. Und die Federn sind irgendwann so groß geworden, dass sie nicht mehr fliegen konnten. Die Fluchtgeschwindigkeit ist sehr gering. Und das, ja, aber den V noch ganz kurz, weil das so interessant ist. Mhm. Es ist viel effizienter, die Ressourcen in die Kinder zu stecken, als in ein Pfauenkleid. Und ein anderes Fortpflanzungssystem wäre viel effizienter. Und das Pfauenmäßige ist eigentlich ein Irrweg in der Evolution. Kommt aber vor, weil es irgendwie so passiert ist. Ja, aber auch bei, ich bin auch drauf gestoßen, bei Büffeln, die sich streiten, weil sie mit den Hörnern gegeneinander kämpfen. Aber die Hörner halt einfach mittlerweile ein so großes Gewicht aufbieten, dass es halt eine Belastung ist beim Fliehen vor irgendwelchen Geparden oder was weiß ich was. Aber kommen wir mal zurück zu Ihrer These. So, jetzt geht's weiter. Also, das heißt Homo erectus, eher paradiesisches Leben, ziemlich kooperativ, ziemlich friedlich, ziemlich sozial, ja.
Und vor 400.000 Jahren. Kann ich von ausgehen, aber wenn Sie das meinen, okay. Ja, vor 400.000 Jahren kommt die Erfindung, die uns das Genick gebrochen hat, die alles durcheinander gewirbelt hat, übrigens auch die Eifersucht wieder erzeugt hat, künstlich. Ja, künstlich. Man kann nämlich sowas auch memetisch erzeugen. Mem von Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte. Und das ist eine, memetisch können Sie auch, Sie können auch den Krieg zum Beispiel erfinden, den es vorher nicht gab, ja? Memetisch. Sie können das über die Psyche machen. Nicht über die Gene. Ja? Also wir waren damals genetisch pazifistisch. Ja? Ich kann mal kurz eine Rückfrage dazu stellen. Und zwar waren, Sie meinten ja, also was war, Homo erectus war paradiesisch, meinen Sie? Und das meinen Sie auch so voll so? Also der Homo erectus er hat dann ja relativ bald das Fell auch noch verloren, ja, so der Jogger in der Savanne, der schwitzen können muss, ja. Und wir waren dann so vor 400.000 Jahren zu Zeiten des späten Homo erectus, kann man sagen, pazifistisch, gewaltfrei, gewaltarm, auf jeden Fall, keine Konflikte mit anderen Gruppen und so weiter. Ja, das, was damals war, haben wir heute nicht mehr. Wir haben heute eine Gesellschaft mit vielen Selbstmorden, mit vielen vereinsamten Menschen, mit vielen Singles, die manchmal einsam sind und so weiter. Und jetzt müssen wir quasi das Paradies zerstören. Und wie haben wir das uns selber zerstört? Was haben wir erfunden vor 400.000 Jahren? Vor 400.000 Jahren? Was haben wir gemacht, was kein Tier vor uns jemals gemacht hat? Sprache. Selbsterkenntnis? Sprache, du musst davon ausgehen, dass die Bonobos schon eine rudimentäre Sprache haben. Das ist jetzt nur eine Wortwahl. Also wir können Bonobos Zeichensprache beibringen, wir können alles Mögliche. Also Sprache können die. Tratsch. Nein. Auch nicht. Das können irgendwo auch schon Bonobos. Ja, ich dachte, ich habe das mal gelesen, dass die Besonderheit der Menschheit ist, dass die Menschen gelernt haben, sich zu netzwerken. Und auch nur deshalb in so großen Einheiten leben können, weil sie halt Klatsch und Tratsch machen sozusagen. Das ist eine Form der sozialen Kontrolle, die bestimmt eine Rolle spielt, aber die hat uns nicht das Genick gebrochen und die hätte uns auch nicht all die Probleme geschaffen. Sagen Sie es vielleicht einfach. Die Erfindung des Tauschhandels. Kein Tier tauschhandelt. Vor 400.000 Jahren hast du ein Baby. Da sind giftige Kräuter und giftige Pilze. Und da sind die gesunden Kräuter und Pilze. Was zeigst du deinem Kind und warum? Die gesunden Kräuter und Pilze, weil ich möchte, dass mein Kind sich entwickelt und ich mich damit fortgepflanzt habe und mein Wissen weitergegeben habe. Warum möchtest du, wenn du jetzt das mal in DNS-Sprache formulierst, DNS damit reinnimmst, warum sind Menschen programmiert, ihre Kinder gut zu behandeln? Aus Selbsterhaltungstrieb. Ja, im Prinzip trägt das Kind die eigene DNS und transportiert sie in die Zukunft. Und wenn ich jetzt mein Kind vergiften würde? Würde meine DNA verloren gehen. Ja. Und jetzt kommt der erste Händler aus 30 Kilometer Entfernung und er hat die Vorläufer der Süßigkeiten und so weiter, all der ungesunden Sachen im Gepäck, weil die gut konserviert werden können und so weiter, ja. Und was für ein Interesse hat er gegenüber deinem Kind? Was für ein Interesse hat er, der Händler, gegenüber meinem Kind, seine Waren zu geben? Ja. Möglichst viele Waren zu verkaufen. Am besten wird das Kind süchtig nach seinen Waren, konsumsüchtig nach seinen Waren. Ist ja heute auch noch so. Ja. Deswegen, wir sind jetzt schon in der Realität, wir sind jetzt schon im Hier. Und das heißt also, dass der Händler genau das gegenteilige Interesse zu deinem hat, denn ihm ist relativ egal, das Kind muss gerade so alt werden, dein Kind muss gerade so alt werden, dass es ein paar Kinder in die Welt setzt, die dann auch wieder bei ihm konsumsüchtig sind, ja? Aber was, ob es gesund lebt oder lange lebt, wirklich alt wird, 127 Jahre alt wird, wie wir heute wissen, dass wir eigentlich werden können, ja, 127, Altersforscher Professor Völpe, ja? Aber warum? Also ohne medizinische Versorgung würde das ja nicht gehen. Die Menschen früher sind ja viel, viel früher gestorben, oder nicht? Wer hat dir dieses Märchen erzählt? Also,
Frag dich mal, wer welches Interesse hatte, dir solche Irrtümer beizubringen. Aber allein medizinisch gesehen ist es ja so, dass ab 25 der Körper bestimmte chronische Krankheiten vermehrt kriegen kann, oder? Ich bin gerade in ein Verkaufsförderungsgespräch der Medizinindustrie geraten. Nein, das ist Propaganda. Das ist nichts anderes als Werbung. Weil Fakt ist, dass wir die Wissenschaftler festgestellt haben, in Gebieten, wo es keine westliche Schulmedizin gibt, leben die Menschen durchschnittlich viel länger als bei uns. Bei Okinawa in Japan gab es eine Masse an 110-Jährigen. Dann kam McDonald's, die westliche Ernährung und die westliche Schulmedizin und jetzt sterben die ganz früh. Ja? Also das heißt... Ein relativ einzelstehendes Beispiel. Also davon gibt es auf der ganzen Welt gibt es Beispiele. In den USA gibt es eine christliche Gruppierung, die ernährt sich vegetarisch mit ganz kleinen Anteilen an frischem Fisch. Und die leben 20 Jahre länger als der Durchschnittsamerikaner. Also diese Beweise gibt es überall. Die berühmten Kaukasier, die ohne jegliche medizinische Versorgung weit über 100 Jahre alt werden, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt Massenbeweise dafür. Nur die einzigen, die diese Beweise mit Milliardenmacht leugnen, ist die Schulmedizin. Weil die will ja behaupten, dass sie anstatt, was bewiesen ist, die Menschen eher umzubringen, vor dem 127. Lebensjahr, ja, dass sie ja behaupten müssen, dass sie die Menschen retten. Ne? Und natürlich ist es so, wenn du jetzt durch die krankmachende Ernährung, die wir überall haben, dir selbst den Krebs angegessen hast, dann ist es natürlich so, dass du diesen Krebs schleunigst loswerden solltest. Aber ich weiß nicht, ob du die neueste Zahl kennst. Wie viel Prozent aller Krebskranken, die eine Chemotherapie bekommen zum Beispiel, sind nach 5 Jahren tot? 98%. Wir bringen dich sofort auf den neuesten Stand. Ja. Wir haben geschildert, dass wenn sie ein Baby hätte, würde sie im Kind, um ihre eigene DNS in die Zukunft weiter zu transportieren, die gesunden Produkte zeigen, die gesunden Pflanzen zeigen. Weil wenn sie ihr die giftigen Pflanzen und die giftigen Pilze zeigen würde als essbar, dann würde sie ihr eigenes Kind umbringen und damit wäre ihre genetische Linie dann ausgestorben und sie würde aussterben wie die Dinosaurier. Deswegen sind Menschen programmiert, Kindern gesunde Sachen zu zeigen. Ja, leuchtet ein. Ich würde meinen Kindern auch gesunde Sachen zeigen, ja. Irgendwie haben wir da einen Drang danach. Irgendwie haben wir danach einen Drang, ne? Absolut. Und der ist genetisch bedingt, ja? Ja. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Dann haben wir darüber gesprochen, dass der Händler, der aus 30 Kilometer Entfernung kommt und die ersten Vorläufe der Süßigkeiten mitbringt, dass der genau das gegenteilige Interesse hat. Er will zwar nicht, dass du schon stirbst, bevor du selbst Kinder in die Welt gesetzt hast, aber eigentlich ist dein gesundheitliches Schicksal ihm relativ egal, weil er will, dass du konsumsüchtig wirst und viel kaufst. Und solange die Kunden nicht ganz aussterben, also die immerhin noch Kinder in die Welt gesetzt werden, ja, die dann wieder Konsum wenden werden, ist für ihn die Welt in Ordnung, auch wenn du chronisch krank wirst. Könnte man so sehen, aber das Problem ist ja nicht nur bei dem Händler zu sehen. Es ist ja auch so, dass wir ja süße Sachen lecker finden, weil sie uns evolutionär unglaublich viel bringen. Ja. Also wenn wir jetzt in der Steinzeit irgendwie einen Bonbon finden würden, wäre das total geil, weil da einfach super viel Kohlenhydrate drin sind, die wir sonst nicht finden würden. Aber jetzt, da wir halt nicht mehr ums nackte Überleben kämpfen, haben wir halt Kohlenhydrate andauernd zur Verfügung. Das ist aber nicht der Grund. Sagt uns aber immer noch, dass wir das brauchen, obwohl wir es nicht brauchen. Ja. Nein, in Wirklichkeit ist es ein bisschen anders. So ähnlich ist schon halb richtig, aber leider nur halb. Okay. Die Wahrheit ist die, dass wir Menschen geeicht sind, zum Beispiel süße, herrliche, süße, reife Früchte zu essen. Ja.
Aber die Art, wie da der Zucker in uns reinkommt, ist diametral entgegengesetzt zu dem, wie ein raffinierter Industriezucker in unser Blut hineinschießt und dort Schäden anrichtet und so weiter, ja, sogar im Blut schon Schäden anrichtet. Das heißt, der Händler hat Folgendes gemacht. Er hat was erfunden, was so ähnlich schmeckt wie die Frucht, besser konservierbar ist und besser transportierbar ist und dadurch dann letztendlich, er hat quasi etwas vorgetäuscht. Er täuscht mit seinen Zuckerprodukten vor, sie wären genauso wertvoll wie die Süßigkeiten. Und die Paviane in Afrika, die auf den Müllhalden unserer Luxushotels essen, entwickeln rasend schnell alle unsere Zivilisationskrankheiten, weil unser Geschmackssystem ist täuschbar durch Kunstprodukte. Gibt's denn? Ja, es ist täuschbar. Ja. Gibt es irgendeine Kraft oder so, die das mit Absicht macht? Nein. Nein, das sind stille Evolutionsprozesse. Es gibt deswegen die Absage gegenüber Marx. Es ist keine böse Absicht. Sondern jetzt sind wir bei dem Punkt, dass der Händler also quasi mit der Zeit, er gewinnt die Überzeugung, dass dieser Zucker sei genauso gesund wie die Früchte. Und weil er das glaubt, verkauft er ja sie auch so überzeugend. Ja. Also wir, das war ja nur früher so. Heutzutage kann man das ja nicht mehr behaupten, dass die Leute immer noch denken, dass es gesund wäre, was sie verkaufen, obwohl bewiesen ist, dass es ungesund ist. Ich sollte abkürzen. Es ist so, dass es tatsächlich so ist. Ein bestes Beweis war ein Video, das ich im Internet gefunden habe, wo ein Vertreter, ein Verbandschef für Fruchtsäfte, steif und fest behauptet hätte, wir wissen heute aus der Forschung, dass alles, was flüssig und süß ist, dich krank macht. Fettleber erzeugt und Diabetes begünstigt. Ne? Alles, was süß und flüssig ist, also auch ein Bananensmoothie, macht dich krank. Hm? Ja, das wissen wir heute aus der Forschung. Allein, dass es zu schnell ins Blut schießt. Also was ist denn jetzt genau falsch gelaufen und was hat das für eine Auswirkung auf uns? Falsch gelaufen ist, dass wir nicht begriffen haben, dass die Händler im Prinzip die gegensätzlichen Interessenslagen zu uns Menschen haben. Du gegenüber deinem Kind, ja, als Mutter, hast die Interessenslage, dass du eigentlich willst, dass dein Kind kerngesund und lange und so weiter lebt und deine DNS in die Zukunft transportiert, dann wieder mit vielen gesunden, lebendigen Enkelkindern und so weiter. Ja? Während der Händler, dem das scheißegal ist. Das Grundprinzip des Kapitalismus. Das ist ein Fehler. Das Verkaufen ist wichtiger als der Nutzen, klar. Und wie ändern wir das jetzt, wenn wir die Welt heilen wollen? Wir fangen so an. Fernab vom Sozialismus bin ich mal gespannt, bitte. Ja. Wir machen die Gesundheitsreform so, dass wir, also die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, ich spreche gleich über das Ernährungssystem, aber erst über das Gesundheitssystem, weil man dann besser den Zugang kriegt. Dein Hausarzt kriegt in Zukunft mehr Honorar, wenn er euch spaßmachende, so richtig entertainmentmäßige, kostenlose Kochkurse, Einkaufskurse, Essenskurse, Sportkurse, Tanzkurse, Tanzevents und so weiter. Alles anbietet, was Spaß macht, was Freude macht, aber irgendwie Richtung Gesundheit beibringt, gesunden Lebensstil. Ihr lernt nette Leute kennen, neue Freunde kennen, soziale Integration und so weiter. Also Sozialleben entsteht wieder. Wir bauen jetzt quasi wieder das, was vor 400.000 Jahren da war, dieser Urkommunismus, diesen Dings entsteht wieder neu in der hausärztlichen Gesundheitsgemeinde. Ja? Klingt mega gut. Und der Lebensmittelhändler hier, der Rewe da vorne, kriegt aus den eingesparten Geldern der Krankenkassen, weil es weniger Krebskranke gibt und ähnliche Krankheiten und so weiter, kriegt er einen Zuschlag dann, wenn ich gehe in Zukunft mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte dort einkaufen. Und dann wird vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden in anonymisierter Form mit 100%igem Datenschutz wird hergestellt, dass der genau den Finanzzuschlag auf seinen Gewinn kriegt, dass er seinen ganzen Markt von selbst aus in einen Gesundheitsmarkt umbaut und seinen Zulieferern sagt, wenn ich noch eine Spur an Gift, meine Chemiker noch eine Spur an Gift finden, seid ihr raus. Das klingt gut. Das klingt super. Wie machst
ist das denn mit den Lobbyisten, die es heute aber gibt, für all die anderen Sachen, die eben nicht gesundheitsfördernd sind, die ja in unserer Regierung super wichtig sind? Super Frage, genau die richtige Frage. Die müssen wir entschädigen. Wenn wir sie nicht entschädigen aus den eingesparten Geldern heraus, haben wir... Wenn wir sie nicht entschädigen, blockieren die Lobbyisten uns alles weg. Zum Beispiel die Pharmakonzerne. Das ist sehr klug. Wirklich, das ist wirklich sehr klug. Finde ich gut. Es wird also die Produktion der Chemotherapeutika in Deutschland etwas kleiner gehen. Wir müssen uns rührend kümmern um die Arbeitsloswerdenden. Dafür haben wir Systeme. Ja? Wir haben neue Systeme entwickelt. Ach, und wir haben Arbeit genug. Und wir haben Arbeit genug und so weiter. Aber wir müssen die Aktionäre, wenn die dann in den Dividenden zu weit runtergehen, bevor die uns eine Armee mit Lobbyisten und Killern schicken, entschädigen wir die. Ja. Das können wir uns leisten. Ja, so. Ja, ich wollte dazu sagen, ich find Ihren Gedankengang sehr gut, dass wir da unsere Ernährung umstellen. Das ist wunderbar. Das müssen wir machen. Das ist großartig, weil es ja auch ökologisch nachhaltiger ist. Und ich finde auch den Gedankengang sehr klug, dass man die Leute entschädigt, die man quasi in Anführungszeichen benachteiligt. Das ist sehr klug, weil man die damit quasi ins Boot holt. Super. Wir schließen das ab mit dem taktischen Weg. Praktisch-taktisch ist der taktische Weg ist der. Frau Merkel ist noch Kanzler. Also wir müssen mit ihr irgendwas machen. Und der taktische Weg lautet jetzt, die einzigen, die Frau Merkel beeinflussen können, sind die Lobbyisten auf der einen Seite und die großen Massenmedien auf der anderen Seite. Maybrit Illner, Tagesschau, Heute und so weiter. Ja? Und nur wenn etwas dort diskutiert wird, wenn Fukushima nur eine Randnotiz im Kölner Stadtanzeiger auf der letzten Seite gewesen wäre, hätte sie niemals sich geäußert zum Atomausstieg. Ja? Das heißt, sie reagiert auf Druck der ganz großen Medien. Und Zugang zu diesen ganz großen Medien hat niemand im Moment von der Weltverbesserungsseite, außer Greta Thunberg, Fridays for Future und einige von den Scientists for Future 1. Ja? Und mit denen müssen wir kooperieren und da sind wir dran und das sollten wir alle herstellen und da sollten wir alle darauf hinwirken, dass wir sagen, wir wollen 900 Milliarden von den eingesparten Geldern rüberpumpen in den nächsten 7 Jahren in die Klimaziele, Kohlestopp 2026 und vieles andere mehr. Und dafür ist es aber nötig, dass ihr überall in der öffentlichen Diskussion, liebe Fridays for Future, quasi das Thema in die Diskussion wirft und den Spruch zum Leitspruch in ganz Deutschland macht, Kohlestopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Kohlestopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Das heißt, die Professoren arbeiten kostenlos in den Ministerien, die ehemalige Bundesministerin, eine frühere Kollegin von Merkel, kostenlos, aber man muss sie ranlassen. Und Politiker müssen einfach mal, jetzt sind wir wieder bei der Normalverteilung, bei der Kurve, erkennen, okay, ich als Politikerin komme aus der Mitte der Gesellschaft, soll die Mitte der Gesellschaft repräsentieren, denke so ähnlich wie die Mitte der Gesellschaft, aber ich denke nicht so wie das oberste Promille des Promilles dieser Normalverteilung und der Spitzenwissenschaft. Ja, ich muss mir von denen helfen lassen. Das kann ich nicht alleine. Ich möchte kurz an dieser Stelle nochmal wirklich ausdrücklich Ihre Haltung loben. Das finde ich nämlich toll, dass sie sich ankoppeln an reale Gegebenheiten und dass sie sich an reale Strukturen andocken und da sagen, ja, okay, das finde ich gut und da möchte ich mit rein. Im Grunde genommen machen die Politiker das ja generell auch schon so, dass die Themen, die sie behandeln, immer von Spezialisten mitgewirkt werden. Weil ein Politiker eigentlich ist ja nur ein Vertreter eines bestimmten Volksteils. Und kein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin. Es ist doch keine Schande, sich von Top-Leuten, die 51 Jahre an etwas gearbeitet haben, einfach mal helfen zu lassen. Es gibt sehr viele Ultralinke, die an sich eine fantastische Meinung haben,
aber irgendwie sich halt nicht an Bewegungen andocken, weil sie halt der Meinung sind, die passt mir nicht so ganz perfekt. Und das finde ich sehr schön, dass sie sich an etwas andocken, das ihnen vielleicht nicht zu 100% passt, aber vielleicht zu 80%. Ja, das finde ich sehr schön. Ja. Und genau das ist unser Motto auch. Wir sagen also, wir wollen, lieber will ich doch 80% Erfolg, als am Ende 0 zu haben. Und wenn es 80% ist, ein Kompromiss. Und so Dinge... Ganz genauso. Ja, ja. So, das ist halt auch irgendwie so das Wesen von Demokratie. Ich habe... Ich höre das oft, dass irgendwie Leute sagen so, ja, ich weiß nicht genau, was ich wählen soll, weil keine Partei passt irgendwie zu 100% auf mich. Da denke ich mir, ja, zu 100% passt bei mir auch keine. Aber wenn es zu 80% ist, ist doch schon mal was. Ja, genau. Alles verstanden? Alles guter Weg? Guter Weg? Also, dann... Das Endergebnis ist ein guter Weg. Also